So, hallo zusammen, das ist die zweite Serie des fünften Spieltages vom Skat Community Club, drittes Quartal, der Vollständigkeit halber. Erste Liste lief ja leider bescheiden. Mal sehen, ob die zweite besser läuft. Mit Löschi und Matthias. Gleich mal ein guter Auftakt. Will man schon fast krank spielen, aber ist wahrscheinlich ein bisschen töricht. Müssen wir mal kurz überlegen. Der Passe-Passe kann man es vielleicht machen. 13, 24, 27, 28, 41 und der Doppelläufer. Ach komm, wir machen das einfach mal. Ist unvernünftig, aber wir wollen mit einem Paukenschlag in die Liste, die Serie starten. 13. 31, 46, er wird abgestochen, war nur eine Finte, doch wird abgestochen, aber von der anderen Seite, jetzt habe ich hier ein Problem. Habe ich sogar ein ganz großes Problem. Kann er jetzt mit dem Alten festhalten, dann gewinnen sie noch. Ja, reicht mir auch nicht, leider. 59. Oh, jetzt habe ich gewonnen. Wie ist das denn passiert? Noch ein König reingelegt worden, ausnahmsweise. Na gut. Fehler passieren diesmal zu meinen Gunsten. Aber war halt auch ein unvernünftiger Gang. Wenn er das Karo Ass, waren mehrere Fehler von Löschi da. Aber ich bedanke mich natürlich. Ich krieg gleich noch einen Anschlussgrang. Der ist jetzt wirklich einer. Da ist der erste Schnitt. Und der ist Schneider. Ah, auch eine ganz interessante Karte. Wir bleiben mal offensiv jetzt hier dran. An der Karte. Karo-Öffnung wäre ein Traum. Das ist noch okay. Siebenundfünfzig. Und er hat aber Trumpfabzug da. Wir hoffen, dass der durchgelassen wird. Ne. Aber das ist auch gut, dann kommen wir in die Hinterhand. Wir haben auch gewonnen. Ja, haben wir wieder Glück gehabt, dass die Karte ein bisschen zu unseren Gunsten stand und wir auch noch der Kreuz Ass stellen konnten. Na gut, wir übertreiben es mal nicht, den lassen wir mal weg.
die Kreuz 10 haben, dann. Aber kann ich schon verstehen, dass er versucht hat, die reinzugeben. Na, wir gehen mal offensiver an die Liste jetzt hier ran. Irgendwie scheint ja beim Gegenspiel manchmal der ein oder andere Fehler zu unterlaufen den Mitspielern. Dun, dun. Ja, jetzt wissen wir, was gedrückt ist. 14 Augen in Herz. Mal bei Löschi mitzählen. So ein Gang ist das. Gute Idee, da mit dem Alten zu beißen, finde ich. V10 muss er doch aber jetzt eigentlich halten. Na gut. So geht's auch. So. 0. Na, 0 reizt sich. Frage ist nur, wer oder nicht. Machen wir mal nicht. Sieben. Wir kommen hier nur raus. Ach, guck's liegt da. Hätte ich sogar die Herz-10 bekommen, aber es hat auch nicht gereicht. 4 Jungs. Und ein crappiger Skat. Dann ein Herz. Ah, dann muss ich damit Pik vielleicht anfahren. Wird es eventuell Schneider. Hier kann ich wieder 0 reizen. Pik diesmal auch. Eine gute, eine schlechte. Können wir auch den Herz spielen, aber ich glaube, der 0 ist weiterhin stärker. Wir wollen aber vielleicht nicht mit Herz starten, weil. Wenn die Herz 2-0 sitzen, dann können direkt Abwürfe generiert werden. Während auf der anderen Seite jemand, der Ass und König in Herz hat, die Farbe wohl kaum anspielen wird. Der Herz sitzt auch 1-1, dann können da trotzdem keine Abwürfe generiert werden.
Das ist schon mal die gute Nachricht. Jetzt hätten sie mich gehabt. Aber die Drückung war ja auch alternativlos. Die 18 muss man ja auch nicht sagen, natürlich. Na gut. Picobello. Hat er sich wahrscheinlich die 10 blank geworfen im Karo, was? Ja. Clever gemacht, aber hätte auch so gewonnen. Raus sind wir auch. Also nicht so tragisch. Oh, ich nehme den Karo einfach mal raus mit diesem Trap-Ansatz. Ich will ein Herz nicht nachbringen, weil wenn die 10 bei uns ist, wird sie abgestochen. Ja. Und Aufgabe. Uffzen. Lass mal den weg. Und raus. So, drei Jungs, sonst nicht viel. Ein Ass immerhin. Reicht mir trotzdem, um den Null rauszunehmen, trotz Mittelhand. Okay. Na gut, dann bitte. Nun wer? Wie vermutet?
Ja, los. So ein bisschen mit. Und ein bisschen. Auch. Ah, Riesenspiel. So, zwei schwarze Asse habe ich gehört. Nö. Aber trotzdem gut. Können wir trotzdem den Grand, glaube ich, nehmen, oder? Ja. Wir nehmen den Grand. Sich. Erstmal hier. Das ist. Das glaube ich Schneider noch, oder? Ich habe nicht mitgezogen. Oh, und gleich nochmal ein schönes Ding ohne 4. Siebenundzwanzig gepasst. Na gut, dann spielen wir doch lieber nur den Peak. Könnte Kreuz oder Karo lang haben hier. Und die für mich suboptimalste Öffnung. Das Ding. Das ist ja scheiße. Allerdings. Ja, dann immer Trumpf Abzug hat, ne? Nee, hä? Okay. Nicht. Aber reicht vielleicht trotzdem was? Reicht vielleicht trotzdem, haben die mitgezählt. Ne, reicht nicht. 71. So noch einen Trumpf links gehabt. Da bleiben wir mal weg, weil er gerade einen Trumpf Ass gestochen hat. Ja.
Ah, wieso denn mit der 10 drauf? Was ist so schmerzhaft? Oh, wow. Da rein ist ja auch nicht möglich. Ich hatte nur noch die 10, er hat noch die 8 gehabt. Dann lieber die 8, aber gut, es reicht auch nicht. Es reicht auch nicht. Zu starkes Beiblatt an der Stelle. Na, der Gang ist ganz schön windig. Könnte man aber spielen, wenn man Kreuz voll ist, stechen, sind wir auf 18, 24. Und wir bei 60. Ich glaube, ich mache den mal. Ist auch unterhaltsamer zum Zugucken, glaube ich. Und ich habe hier noch eine Chance auf eine Tausenderliste. Einundzwanzig, dreißig, 35. Sechsundvierzig. Verhältst. Hat er geheult? 52. Den Stich nicht. Ah, diesmal liegt gar nicht so gut drin, da wir das Passe Passe war. Na gut. Er könnte schwierig werden. Das macht die Sache einfacher. 25. Zweiunddreißig. Neunsiebenundneunzig. Der Sprung über 1000 bleibt noch aus. Anpoint, reizen wir mal bis 27. Nullreizung. Liegt gut drin. Kann man auch schon den Gang überlegen. 21, 42. Ja, glaube ich, probiere den einfach. Ich probiere den einfach mal. Einundzwanzig. Ein Pik ist schon gefallen. Deswegen ziehen wir hier erstmal den König dann. Aber erstmal ziehen wir die anderen Farben. Und da fällt der zweite Pik. Dann ist er gewonnen. Er hat alle vier Pik dagegen, er ist unangenehm. So, wir haben die 1000 überschritten. Zeit, den Sektkorken knallen zu lassen. 1119.
Wir könnten hier tauchen, finde ich gar nicht so schlecht. Dreiundzwanzig. So, er hat noch drei Trümpfe. König und zwei Luschen. Ein Karo und ein Pik. Müssen wir erstmal. Er hat noch den Trumpf. Guck an. Dann hat er zwei Pik da noch. Ja, schön drauf reingefallen. Ach, die scheiß Lusche da, jetzt sticht der hier ein. Wird ja immer besser. Ja, will sich die Pik 10 nicht blank werfen. Gewinnst dann so oder so. Kann er machen, was er will. Jetzt finde ich aber auch lecker zu den dicken Spielen. Na gut. Oder? Ist da kein Fuller mehr bei Löschi? Das nenne ich mal einen Kartenrush. Das ist doch wieder genau das Gegenteil von Liste 1. Noch zwei Trümpfe gefunden, meine Herren. Meine Gegner tun mir leid. Neunzehn. Ah, er kommt schon mal raus, er wird schon noch ein volles haben. Jetzt 79. Und so, ja, 18. Ah, jetzt wollen sie mich deletieren. Vielleicht. Neununddreißig. Vierundfünfzig. Ah. Ja, da hatte ich mal einen kleinen Lauf, ne? Muss auch mal sein. 14 zu 0, 14,45. Eieieiei. Was waren das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler am Stück hinten raus. Das ist schon heftig. Gut, dann vielen Dank für euer Interesse. Und ja, denkt daran, spielt den Community Club mit. Jeden Dienstag ist eine gute Sache. Und wir sehen uns nächsten Dienstag leider nicht. Da muss ich arbeiten. Aber ich wünsche euch dann
nächste Woche auch gut bleibt. Tschüss.